Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ihr könnt euch eines sicher sein. Sollte ich jemals dem Teufel gegenüberstehen, und ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht einmal dran, dass das passieren wird, weil ich glaube auch nicht einmal dran, dass es einen Teufel überhaupt gibt, aber wahrscheinlich würde ich ihm jemals gegenüberstehen, ist exakt das, was passiert, weil mir meinem Kanal hier auf YouTube folgt, der weiß, dass Zocki genau eine und wirklich nur eine Kompetenz hat, nämlich die Dinge anzubrüllen. Das mache ich ja mittlerweile schon seit mehr als 4 Stunden im Sammlungsupdate beziehungsweise im Sammelsurium-Clip seit 40 Sekunden und die Leute, die nur den Clip gesehen haben, haben keine Ahnung, wovon ich rede, aber egal, wir haben den Film Shout at the Devil. Und da kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen, wenn das so eine Art Produktionshalle wäre, wo die Teufel produziert werden, so wie damals in den alten Disney-War-Cartoons, wo Donald Duck gestanden ist und es wird halt so eine kleine Teufelsstatue produziert. Gut, das passt eigentlich eh auch ganz gut zu diesen Filmen. Dann ist das bei Shout at the Devil eine klassische Shout Factory. Aber wir haben hier übrigens bei diesem Film eine relativ interessante Produktion, die mit einem wirklich schönen gezeichneten Kinoplakatmotiv damals mit FSK 16 Freigabe in den deutschen Lichtspielhäusern gezeigt wurde. Laut OFDB passierte das dann sogar in der ungeschnittenen Fassung mit 148 Minuten Laufzeit, aber auf Videokassette erschien dann wirklich nur eine um ca. 30 Minuten gekürzte Version, die einerseits von Wonderworld, andererseits von VPS vertrieben wurde und selbst auf der alten deutschen DVD von aus der Classic Collection war nur diese 115-minütige Filmfassung enthalten. Es hat gedauert bis zum Blu-ray-Zeitalter, bis sich NSM Records des Titels angenommen hat, Entschuldigung, bis die ungeschnittene Fassung von Brüll den Teufel an, dann tatsächlich auch hierzulande erschienen ist. Und dabei ist der von Peter R. Hunt inszenierte Film, und falls euch der Regisseur nichts sagt, er hat tatsächlich den James-Bond-Film im Geheimdienst ihrer Majestät gedreht, was damals seine allererste Spielfilm-Regiearbeit war, wo ich mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen frage, wie das passieren kann, dass das Regiedebüt gerade bei so einem riesigen Franchise ist. Er hat dann ganz später noch Yukon gedreht mit Charles Bronson oder dem Mordanschlag 1987, aber tatsächlich war Brüll den Teufel an 1987 sein dritter Spielfilm, den er jemals gedreht hat und dabei mit einer großartigen Besetzung von einerseits Roger Moore, den man ja tatsächlich unter anderem auch kennen könnte als James Bond, wobei er aber im Geheimdienst ihrer Majestät gar nicht unterwegs war, weil Peter R. Hunt den einzigen James Bond Film mit George Lazenby inszeniert hat, der ja damals dann noch nachher auf die großartige Idee gekommen ist. Nein, wir brauchen keinen weiteren James Bond. Wir drehen Der Mann von Hongkong. Immer noch übrigens ein absolut großartiger Film. Aber neben Roger Moore sehen wir Lee Marvin, Barbara Parkins, Ian Holm in diesem Film und der liegt es eben hier in zahlreichen Cover-Artworks vor. Und was ich persönlich so schön finde bei diesen Mediabooks von NSM, ist, dass wir tatsächlich ein unglaubliches Repertoire an gezeichneten Cover-Artworks haben. Und ich hatte es im Fall bei diesem DTM-Sommer-Sale wirklich schwer, mich für eines von diesen gezeichneten Motiven zu entscheiden. Letzten Endes war es dann aber eben nicht das altdeutsche Kinoplakatmotiv, das in meine Sammlung eingezogen ist, sondern dieses hier, das mich persönlich einfach ein bisschen mehr angesprochen hat, weil es, finde ich, ein bisschen düsterer ist, ein bisschen greifbarer ist und tatsächlich das alte Kinoplakat in dem Vorschaubild vom NSM-Mediabook meiner Meinung nach ein bisschen zu hell und zu grell ausgesehen hat und irgendwie die Farben für mich da ein bisschen verlaufen sind. Ob das dann im fertigen Mediabook auch so ausgesehen hätte, weiß ich nicht. Übrigens, nur um diesen Witz abzuschließen, den ich vorher gemacht habe mit Shout Factory. In Amerika ist der Film tatsächlich von Shout Factory erschienen, aber das wusste ich noch gar nicht, wie ich diese vorige absurde Reference gemacht habe. Aber wir sehen hier quasi Lee Marvin, der gerade quasi versucht, auf den Spuren von Django zu warten. Aber ich glaube, man trifft ein bisschen besser, wenn man nebenbei nicht gleich das Zywasser ellert. Dazu haben wir dann hier noch aus irgendeinem Amazonas-Dschungelfilm ein paar Charaktere. Und das Ganze finde ich aber sehr schön hier arrangiert auf diesem Mediabook-Frontcover-Artwork. Das gefällt mir persönlich eigentlich wirklich, wirklich gut. Dann
haben wir halt hier leider ein relativ großes Problem, dass der Spine von dem Mediabook leider auch in dem Fall wieder nicht sitzt. Was natürlich schade ist, wenn wir eben gerade hier vom Frontcover auf den Spine einen relativ schönen Übergang haben und dann das Backcover eben nicht diesen Farbstil widerspiegelt, sondern komplett in knallig weiß ist und dabei aber dann eben der Übergang nicht passt, weswegen man das natürlich dann noch deutlicher wahrnimmt, als man das gerne wahrgenommen hätte. Dafür bekommen wir hier auf dem Backcover ein weiteres Bild von zwei der Hauptdarsteller des Films, die ebenfalls auch als Cover-Artwork zu sehen sind, aber eben hier schön als Backcover verwendet wurden. Das finde ich aber in dem Fall auch relativ cool, dass wir da wirklich das Maximum aus den verschiedenen Artworks rausgeholt haben. Samuel Z. Arkoff hat den Film ja dann tatsächlich auch noch mitproduziert. Es ist eine echte American International Picture Produktion, eine Filmproduktionsfirma, die ich tatsächlich wirklich mag. Die finde ich in den überwiegend 60ern, 70ern und 80ern einige wirklich, wirklich coole Sachen gedreht haben. Aber schauen wir dann einmal auf das Innere. Da sehen wir eben zum Beispiel das, was ich vorher angesprochen habe. Hier das alte Original-Konstantin-Filmplakat, wobei eben hier wirklich das ein bisschen greller und eben fast ein bisschen zuckerfarbenartig, ein bisschen farblich übersättigt, auch sogar auf dem Datenträger aussieht. Da bin ich, glaube ich, fast froh, dass ich mich nicht für das als Frontcover-Artwork entschieden habe. Dafür haben wir dann eben hier eine alternative Interpretation von dem Bild. Man merkt aber auch am FSK-Logo, dass das eben hier ein bisschen blasser und bleicher auch dargestellt wird als sonst auf dem Cover-Artwork. Im Inneren haben wir dann hier ein Foto-Artwork mit Lee Marvin und Roger Moore, Verzeihung, im Inneren von dem Mediabook, beziehungsweise dann halt eben ein durchgehendes Innen-Artwork, das uns hier in Schwarz-Weiß eine Szene aus dem Film zeigt, beziehungsweise noch ein alternatives Plakatmotiv hier auf dem Backcover vom Booklet, das aber qualitativ okay ist, aber jetzt halt auch nicht wirklich bahnbrechend. Da finde ich es fast schon okay, dass das Bild, das hier im Inneren aufgedruckt ist, eigentlich wirklich relativ unscharf ist, beziehungsweise auch relativ grainy daherkommt, weil womöglich auch der Designer von NSM in dem Fall so ein kleines bisschen einen Grindhouse-Exploitation-haftigen Look erzeugen wollte. Aber wir können dann einmal eben hier durch das Booklet blättern. Da sehen wir eben zum Beispiel andere Interpretationen von Covermotiven, eben hier zum Beispiel auf der offiziellen Soundtrack-Version, dem Format nachzuurteilen von einer CD- bzw. Vinylschallplatte. Wir bekommen hier ein paar Aushangfotos unter dem Titel noch Zwei wie Hund und Katz. Können hier zum Beispiel, und das finde ich was Cooles, das macht NSM ja leider relativ selten in ihren Booklets, aber dann eben auch solche Super 8 Filmrollen, Aushangfotos, sonstige Sachen in ihren Artworks und in ihren Booklets zu integrieren. Das wäre etwas, das würde ich mir tatsächlich sehr wünschen. Hier eben tatsächlich die Vorlage für das Motiv, das ich als Frontcover Artwork vom Booklet habe. Beziehungsweise ist aber die Zeichnung auf meinem Mediabook Frontcover meiner Meinung nach wesentlich hochwertiger als dieses, was könnte es sein, israelische Fragezeichen Filmplakat, das wir hier im Inneren sehen. Dann haben wir da sogar noch ein paar Werberatschläge und Werbebilder, wo eben hier zum Beispiel dann die Beschreibung von Roger Moore und seinem Charakter noch enthalten ist. Das ist, finde ich, in Sachen Bildmaterial und in Sachen grafischer Unterstützung sicherlich eines der genialsten Booklets, die uns NSM bislang serviert hat. Auch hier zum Beispiel das, ich nehme mal an, britische Querposter, das, ein spanisches, nein, das muss das britische sein, weil die haben die Querposter immer wieder gehabt. Das gibt es auch als Mediabook, beziehungsweise dann eben hier tatsächlich die Zeichnung, die ich auf dem Frontcover habe, nämlich als Tit-Anus italienisches Kinoplakatmotiv, und auch das Backcover-Motiv, das ich da eben habe, beziehungsweise das, was auf der DVD ist, ist offensichtlich ein italienisches Plakat. Ich mag das. Ich mag diese Art der Booklet-Aufbereitung. Das wäre echt toll, wenn NSM sowas öfter machen würde, auch mit Texten von Christoph Kellerbach, die dann wirklich hervorragend recherchiert sind. Das ist in meinen Augen grundsätzlich ein wirklich sauber und schön gemachtes Mediabook, wo aber leider wirklich einmal wieder der absolut verhaute Spine, finde ich hier absolut den Gesamteindruck trübt. Und schade, weil der gesamte Rest des Mediabooks hätte sich in diesem Fall eigentlich fast eine Lobeshymne verdient, weil diese neuen, etwas festeren Mediabooks von NSM mit dem schönen Spine sind, finde ich, haptisch grundsätzlich absolut in Ordnung, und es ist schade, wenn es dann eben immer so quasi
Anfängerfehler sind, die ein Label wie NSM dann quasi in den designtechnischen Ruin treiben. Vor allem, wenn es auch so offensichtlich ist, wo das teilweise herkommt. Weil NSM hat tatsächlich ein bisschen auch auf das User-Feedback gehört und hat ihre Mediabook-Produktion in den letzten Monaten und Jahren dann auch teilweise erweitert und etwas hochwertiger gestaltet. So ist eben tatsächlich, und es ist sehr, sehr schwer, das abzubilden hier im Video, weil es geht tatsächlich im Endeffekt um vielleicht einen halben Millimeter, aber das Mediabook von Brüll den Teufel an ist witzigerweise tatsächlich um den Überhang des Spines breiter als das von Leprechaun 2 zum Beispiel. Und ich glaube, dass wir damit einem der großen Grundfehler von NSM beziehungsweise den Designern oder Produktmanagern, es ist halt wirklich schwer eben da den mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, nachweisen können, dass eben teilweise breitere Mediabooks bestellt wurden, ohne offensichtlich die Designvorlage und die Matrize darauf anzupassen. Das ist wirklich ein Fehler, der darf einem professionell arbeitenden Label, das 30 Euro für ein Produkt verlangt, einfach nicht passieren. Auch wenn Brüll den Teufel an, abgesehen von diesem Fehler, ein wirklich gelungener Release ist, ist das ein Ärgernis, das einfach nicht nur nicht sein darf, sondern auch nicht sein muss, wenn es zumindest ein bisschen was wie eine Qualitätskontrolle beziehungsweise ein bisschen was von einer Produktionsüberwachung gäbe.